Auf den ersten Blick sieht alles nach einem tödlichen Unfall aus. Doch es gibt Indizien, die etwas Finstereres vermuten lassen. Ist es möglich, dass ein Wecker, frische Wäsche und ein Müllbeutel den mysteriösen Tod einer jungen Frau erklären? Die US Air Force hat wohl die fortschrittlichsten Kampfjets der Welt. Als Mechaniker ist es die Aufgabe von Ron Gillette, diese Flugzeuge einsatzbereit zu halten. Ron macht seinen Job ausgezeichnet und arbeitet im Wechsel an der Air Force Base George in Victorville und an der Nellis Base in Las Vegas. Er war sehr kompetent. Er hätte nicht so viele zusätzliche Dienstaufträge auf der Nellis Air Base bekommen, wenn er nicht gut gewesen wäre. Ron, seine Frau Vicky und ihre beiden Kinder haben ihr gemeinsames Zuhause in Victorville. Am 28. August 1984 kommt Ron nach einigen Besorgungen nach Hause. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde seine Frau mit ihrem Sohn im Bett liegen und schlafen. Doch Vicky schläft nicht. Sie ist bewusstlos. Eine Plastiktüte liegt direkt vor ihrem Gesicht. Er sagte, sie wäre ohnmächtig geworden und hätte in ihrem Bett gelegen. Die Tüte wäre ihr auf das Gesicht gefallen und hätte es bedeckt. So wäre sie erstickt. Als die Rettungssanitäter kommen, erklären sie Vicky für tot. Sie ist 26 Jahre alt gewesen. Sie lag auf der Seite. Blut kam ihr aus Mund und Nase, was uns auf eine mögliche Überdosis an Drogen hinwies. Ron war außer sich, schrie unbändig und war sehr aufgeregt. Ron erzählt den Ermittlern, dass Vicky Schlafprobleme gehabt hat. Auf ihren Wunsch hatte er ihr am Vorabend 4 Schlaftabletten in ein Mixgetränk gemischt. Es scheint, als sei Vicky am nächsten Tag beim Wäschemachen bewusstlos geworden und auf die Plastiktüte gerollt. Auf der Küchentheke finden die Ermittler ein benutztes Glas und im Mülleimer den leeren Behälter eines frei verkäuflichen Schlafmittels. Wir haben die Getränkereste aus dem Haus ins Labor geschickt. So konnte mit einem gaschromatographischen Massenspektrometer getestet werden, ob Drogen in den Getränken gewesen sind. Doch die einzige Substanz, die gefunden wird, stammt vom Schlafmittel. Die Autopsie enthüllt nicht viel. Es war ein typischer Problemfall. Du hast einen Toten und die Autopsie ergibt nicht wirklich viel, keine spezifischen Befunde. Der Rechtsmediziner findet Schwellungen in Vickys Lungen, ein sogenanntes Lungenödem. Für Rechtsmedizinerin Dr. Andrea Schultes ist das jedoch kein konkreter Hinweis auf die Todesursache. Ein Lungenödem ist eigentlich ein relativ unspezifischer Befund, den man bei verschiedenen Erkrankungen oder auch im Rahmen von Tötungsdelikten bei der Obduktion finden kann. Es ist im Grunde nichts anderes als ein Flüssigkeitsaustritt im Lungengewebe selbst, was also die Lungen durch einen erhöhten Flüssigkeitsgehalt auszeichnet, was man dann bei der Obduktion sehen kann. Vicky Gillette hat einen Kratzer an der Oberlippe. Hinweise auf Erstickung gibt es nicht. Ersticken zeichnet sich dadurch aus, dass es zum Teil eben auch sehr unspezifische Befunde nur bietet. Das heißt, rein äußerlich kann man sogenannte Stauungsblutung, Punktblutung in den Lidbindehäuten finden, in den Ober- und Unterlidern, in der Mundschleimhaut oder hinter den Ohren. Das wäre hinweisend auf ein Ersticken, was man aber nicht zwingend finden muss. Vickys Todesursache wird offiziell als unbekannt erklärt. Ich vermute, dass bei der ersten Autopsie die Todesursache unbekannt mit einem Fragezeichen vermerkt wurde. Eine Lebererkrankung oder ein Leberschaden könnte der auslösende Faktor gewesen sein. Kollegen von Ron bestätigen sein Alibi. Er war am Morgen des Todes seiner Frau arbeiten. Und so ist die Sache auch für die Ermittler ein unglückseliger Unfall.
Sie hatte weder Alkohol- noch Drogenprobleme und war eine liebevolle Mutter für ihre beiden Kinder, die zu dem Zeitpunkt 3 und 5 waren. Es konnten keinerlei Hinweise gefunden werden, die ihren Tod erklärten. Als wir im Bestattungsinstitut waren, lief Ron zum Sarg, fiel auf seine Knie und begann zu weinen, zu schreien und sagte: Vicky, warum hast du das dir, mir und meinen Kindern angetan? Wir hatten nichts, keine Tatwaffe und auch kein Motiv. Es gab keinen Beweis, dass ein Mord verübt worden war. Durch toxikologische Tests bestätigt sich, dass Vicky Schlafmittel genommen hat. Die Wissenschaftler finden jedoch Mengen, die eher 16 Tabletten entsprechen als den 4, die Ron angegeben hat. 16 Tabletten sind aber nur der Bruchteil einer tödlichen Dosis. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass Vicky sie sich selbst verabreicht hat. Die Ermittler finden einige verdächtige Gegenstände im Haus der Gillettes. Da ist ein Wecker, dessen Weckzeit auf 3 Uhr nachts eingestellt ist. Und in dem Plastikwäschesack finden die Ermittler ungewöhnlich ordentlich gelegte Kleidung. Es fand sich ein Shirt darin, das teilweise noch zusammengelegt war. Ich roch an der Kleidung, die deutlich nach Waschmittel duftete. Das waren keine gebrauchten Kleidungsstücke, das war keine dreckige Wäsche. Das verursachte bei uns einiges Kopfzerbrechen, denn jetzt glaubten wir, einen inszenierten Tatort zu haben. Es meldet sich ein Zeuge, der am Morgen von Vickys Tod etwas Merkwürdiges beobachtet hat. Ein Nachbar hat Ron auf der Treppe beobachtet, als er auf die Ambulanz gewartet hat. Als dieser auftauchte, fing er an zu weinen. Das war sehr deutlich. Und es wird noch deutlicher. Nur 11 Tage nach Vickys Tod wird Ron an einer Mietwagenstation beobachtet. Er kommt gerade aus Las Vegas zurück. Sie sagte, kennen Sie den Mann, dessen Frau gestorben ist? Er hat kurz nach ihrem Tod einen Wagen bei mir gemietet und ihn gerade zurückgebracht. Am Rückspiegel war eine dieser Hochzeitsdekorationen angebracht und in seinem Arm hatte er eine attraktive, sehr junge, spanischstämmige Frau. Sie schien sehr vertraut zu sein. Die Ermittler können diese Geschichte kaum glauben und fragen Ron direkt danach. Ron sagte, ja, das ist meine neue Frau. Ich habe sie gerade geheiratet, eine wundervolle Person. Er sagte, wissen Sie, meine Kinder brauchen wirklich eine Mutter. Sie brauchen jemanden in ihrem Leben. Ich konnte es nicht glauben. Ich war verletzt. Es tat mir leid für die Kinder und für meine Schwester. Wirklich traurig. Das ist etwas, was man nicht glauben kann. Rons Braut, Su Yen, ist nicaraguanischer Herkunft und lebt in Las Vegas. Etwa ein Jahr zuvor haben sich die beiden kennengelernt. Er lebte 2 unterschiedliche Leben. Das eine mit seiner Frau und den Kindern auf der George Air Force Base und das andere mit seiner neuen Liebe auf der Nellis Air Force Base. Er hatte regelmäßig zusätzliche Aufträge. Es war sehr interessant zu erfahren, dass Su Yen Zwillinge erwartete, ein weiteres Teil in diesem Puzzle. Su Yen sagt aus, sie sei mit Ron seit Monaten verlobt und habe ihm ein Ultimatum gestellt. Su Yen sagte zu Ron, wenn du mich nicht im September heiratest, ist es aus, Punkt, dann will ich dich nie wiedersehen. Ron liebte sie, eine sehr attraktive junge Dame. Dann erfahren die Ermittler, dass die Hochzeitseinladungen bereits vor Vickys Tod verschickt worden sind. Der Polizei erzählt Su Yen, sie habe nicht gewusst, dass Ron etwas verheimlicht. Sie behauptete, nichts zu wissen. Ron hätte ihr erzählt, dass Vicky 2 Jahre zuvor in Mexiko an Hirnkrebs gestorben wäre. Su Yen hatte wirklich nichts mit der Sache zu tun. Sie war betrogen worden. Normalerweise hat man eine Todesursache und sucht nach einem Motiv. Wir hatten ein Motiv und suchten nach der Todesursache. Wir vermuteten, Ron hatte Vicky lieber getötet, als sich von ihr scheiden zu lassen. Wegen der Hochzeit ging er so weit, denn er musste all seine angesammelten Schulden bezahlen. Den Hochzeitsring, das Hochzeitskleid, alle Hochzeitseinladungen und die Hochzeitsreise.
Er hatte eine Lebensversicherung von $27.000 auf Vicky abgeschlossen. Die hätte seine Schulden beglichen. Und es wäre sogar noch etwas Geld übrig geblieben. Die Polizei hat jede Menge Indizien, die auf einen Mord hindeuten, doch nur wenige forensische Beweise. Kann ein zweiter Blick in das Haus der Gillettes etwas Brauchbares liefern? Vicky Gillette wird tot in ihrem Bett gefunden. Todesursache unbekannt. Ihr Ehemann Ron bereitet der Polizei Unbehagen, denn er ist nur 11 Tage nach dem Schicksalsschlag schon wieder verheiratet. Er hat diese Frau Tage nach der Beerdigung von Vicky geheiratet. Er fährt nach Las Vegas, heiratet Suyan und bringt sie nach der Hochzeitsreise mit in das Haus, in dem Vicky 2 Wochen zuvor gestorben ist. Sie haben recht, das kann man nicht glaubhaft beschreiben. Mit diesem Hintergrundwissen betrachten die Beamten die Umstände von Vicky Gillettes Tod erneut. Kevin Pullman untersucht den Plastikwäschebeutel, der neben Vickys Leiche gefunden wurde. Eigentlich handelt es sich um einen Müllbeutel. Meine kriminalistische Seite begann zu überlegen, was kann ich mit dem Beutel machen? Welchen Wert hat dieser Beutel? Gibt es eine kriminalistische Untersuchung, die mit diesem Beutel gemacht werden muss? Ron Gillette behauptet, Vicky in ihrem Bett mit der Plastiktüte auf oder nah neben ihrem Kopf gefunden zu haben. So, als sei sie versehentlich darauf gerollt und dann erstickt. Um diese Theorie zu überprüfen, suchen die Ermittler nach Gesichtsfett an der Außenseite des Beutels. Dazu platziert Pullman den Beutel in einer luftdichten Kammer und erhitzt sogenanntes Superglue. Superglue ist ein Begriff, der kommt aus dem Amerikanischen und in unserem Bereich wird dieses Mittel eher Sekundenkleber genannt. Ist ein hervorragender Klebstoff, den Sie, wenn Sie zum Beispiel Kontaktflächen anfeuchten, anhauchen, besonders gut zum Verbinden aller möglichen Materialien nehmen können. Diese Eigenschaft, dass dieser Klebstoff wunderbar auf feuchten Bestandteilen haftet, haben wir uns zunutze gemacht und können mit diesem Klebstoff, wenn er in einem definierten Milieu bei einer Temperatur und Luftfeuchtigkeit verdampft wird, nicht im direkten Auftrag, sondern verdampft wird, genommen werden, um Fingerspuren an allen möglichen Materialien sichtbar zu machen. Doch Pullman findet nichts. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie enttäuscht wir waren, als ein Anruf kam. Doch als Pullman den Hörer auflegt, erkennt er, dass er einen Fehler gemacht hat. Wir bemerken, dass der Beutel umgestülpt worden war. Das erkennt man an der Herstellungsart. Das ist ein gefalteter Beutel mit einer Hitzedichtung an einem Ende. Wenn man ihn umstülpt, liegt er nicht mehr flach. Pullman wiederholt den Superglue-Test und wird fündig. Wir sahen einen großen, runden Bereich. Etwas Ovales und vermutlich Fettiges war vorhanden. Als er den Beutel unter speziellem Licht untersucht, findet er noch mehr. Unter indirektem Licht sah ich Gesichtszüge, besonders den gedehnten Abdruck der Nasen- und Kinnregion in der Mitte dieses Ovals. Und ich erinnere mich, in dem Moment habe ich mich gefragt, ob wir in die Totenmaske von Vicky Gillette sehen. Es ist denkbar, dass sich ein Gesicht oder zumindest Konturen eines Gesichtes auf einer Plastiktüte abzeichnen, wenn es mit dieser Plastiktüte eine intensive Berührung gegeben hat. Diese Berührung muss zum einen intensiv wie auch von einer entsprechenden Dauer gewesen sein. Und was sich dort abzeichnet, sind dann die fettigen Bereiche der Haut, Stirn, Wangenbereiche, Nase zum Beispiel, die mit bestimmten chemischen Substanzen oder auch Adhäsionsmitteln sichtbar gemacht werden können. Pullman sucht in der kriminalistischen Fachliteratur nach einer Bestätigung, dass sein Fund tatsächlich Gesichtsabdrücke sein können. Doch er findet nichts. Deshalb macht er einen Test mit Müllbeuteln der Marke, wie sie bei Vicky gefunden worden sind. Was haben wir gemacht? Wir haben das Gesicht eines Freiwilligen in den Beutel gelegt und von hinten gepresst, um Gesichtsabdrücke in dem Beutel zu erzeugen. Entscheidend war nicht nur der Transfer von Fett auf den Beutel, sondern zu sehen,
ob es wirklich auch zu Dehnungen des Beutels selbst kam. Poorman benutzt insgesamt 6 verschiedene Beutel und erhöht jedes Mal den Druck auf das Gesicht der Freiwilligen. Nach dem 6. Test ist der Druck so groß, dass die Freiwillige weitere Versuche ablehnt. Poorman untersucht alle 6 Beutel, doch nur einer hat die Dehnungsstreifen wie der vom Leichenfundort. Es ist der letzte, auf den der größte Druck ausgeübt worden ist. Das ist die Bestätigung dafür, dass die Abbildung auf dem Wäschebeutel von einem Gesicht stammt und durch extreme Gewalt und nicht durch versehentliches Überrollen entstanden ist. Wir waren begeistert, denn jetzt hatten wir die Mordwaffe. Das war gigantisch. Diese lebensgroße Fotografie von Vicky Gillette passt perfekt auf die Abdrücke des Wäschebeutels. Ron Gillette wird verhaftet und des Mordes an seiner Frau angeklagt. Niemals zuvor war ein Plastikbeutel mit einem Gesichtsabdruck vor Gericht als Beweis verwendet worden. Der Verteidiger nannte es das Leichentuch von Poorman. Wir haben es die Totenmaske genannt. Das war unsere Version. Das war die Totenmaske von Vicky Gillette. Die Ankläger sind überzeugt, dass Ron Gillette Wochen, wenn nicht sogar Monate früher geplant hat, Vicky zu töten, um seine Freundin Su Yen in Las Vegas heiraten zu können. Rons Telefonate mit Su Yen unterstreichen den Vorsatz seiner Tat. Im August begann er von zu Hause zu telefonieren. Das war bedeutend, denn es stellte sich heraus, dass Vicky die Rechnungen bezahlte. Er begann im August von zu Hause zu telefonieren, weil er wusste, sie würde nicht mehr leben und die nächste Rechnung nicht mehr öffnen und bezahlen können. Dann finden die Ermittler heraus, dass Vicky sich 18 Monate vor ihrem Tod die Kniescheiben gebrochen hat. Während eines Verhörs gesteht Ron, dass er schuld daran gewesen ist. Ron sagte, Vicky hat etwas fallen lassen, da wurde ich böse und habe sie zu Boden gestoßen, wobei sie sich die Kniescheiben brach. Das war ein Eingeständnis der Neigung zur Gewalt, häuslicher Missbrauch, das half den Fall festzuzurren. Die Ankläger vermuten, dass Ron am Abend vor Vickys Tod 14 Schlaftabletten in ihr Getränk mischt und hofft, dass sie daran stirbt. Er stellt sich den Wecker auf 3 Uhr nachts. Als er aufwacht, ist er überrascht, dass Vicky noch lebt. Daraufhin entschließt er sich, sie mit einem Plastikmüllbeutel zu ersticken. Ihre Gesichtsfette und die Abdrücke von Nase und Kinn verbleiben in dem Beutel. Ron stülpt den Beutel um, füllt ihn mit sauberer Wäsche und legt ihn auf das Bett, um den Tod seiner Frau wie einen Unfall erscheinen zu lassen. Dann holt er seinen schlafenden 3-jährigen Sohn und legt ihn ins Bett neben die Tote. Das war ein komplett abscheulicher Akt. Er hinterlässt seinen Sohn mit seiner toten Mutter. Er ist nicht aufgewacht. Glücklicherweise ist er nicht aufgewacht und hat seine tote Mutter gefunden. 11 Tage später, Vicky ist aus dem Weg, heiratet er seine Verlobte Su Yen. Die gemeinsame Hochzeit bezahlt er mit dem Geld, das er aus der Lebensversicherung von Vicky bekommen hat. Interessant ist, dass sie tatsächlich Hochzeitseinladungen an Familienmitglieder verschickt haben, während Vicky noch lebte. Sie haben den Kuchen bestellt, die Trauzeugen, Smokings und Kleider. Während der Verhandlung behauptet die Verteidigung, dass Ron die Wahrheit sagt und es tatsächlich ein Unfall gewesen ist. Sie beruft sich dabei auf die Autopsie, die die Theorie der Anklage nicht unterstützt. Wir versuchten vom Standpunkt der Verteidigung aus klarzumachen, dass es kein Mord gewesen ist. Vicky, seine erste Frau, ist auf natürlichem Wege gestorben. Ich meine, aus natürlicher oder letztlich aus unbekannter Ursache. Wir mussten eingestehen, dass sich zwischen Ron und Su Yen diese Beziehung entwickelt hat, während er seine Zusatzaufträge auf der anderen Airbase erledigt hat.
Aber das war reiner Zufall. Zusätzlich präsentiert die Verteidigung einen Überraschungszeugen. Ein Rechtsmediziner der Navy will beweisen, dass es kein Mord gewesen ist. Doch kurz bevor er in den Zeugenstand tritt, passiert etwas Unvorhersehbares. Ich betrachtete die Dias, schlug in den Bericht zurück und wieder nach vorn und dachte plötzlich, warte mal. Dieser Fall ist genau wie ein anderer, den ich erst kürzlich gesehen hatte. Ein Mann war gestorben, weil sein Auto vom Wagenheber direkt auf seinen Brustkorb rutschte und ihm die Luft nahm. Die Beweise in dem Fall waren kleine geplatzte Blutgefäße an der Lunge des Mannes. Dr. Clark betrachtet die Autopsiefotos von Vickys Lunge noch einmal und findet genau diese Blutungen. Diese kleinen bebluteten Bereiche hier sind ein Indiz für einen Druckwechsel in der Lunge, wenn die Luftzufuhr durch Nase und Mund unterbrochen ist. Dr. Clark ändert seine Meinung und ist jetzt ebenfalls überzeugt, dass Vicky Gillette ermordet worden ist. Der Verteidigung teilt er dies am Morgen seiner Aussage mit. Das war wie ein Schlag in den Magen, bei dem einem die Luft wegbleibt. Die Anklage ruft Dr. Clark in den Zeugenstand. Seine Aussage und das Ergebnis der Müllbeuteltests überzeugen die Geschworenen. Hätten wir den Plastikbeutel nicht gehabt, hätten wir es nicht beweisen können. Das war die Mordwaffe und der Schlüssel zum Ganzen. Ron Gillette wird schuldig gesprochen und hätte eigentlich die Todesstrafe bekommen. Doch ein Geschworener ist unsicher und verhilft Gillette somit zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe ohne Bewährung. Unglaublicherweise muss Ron nur 15 Jahre seiner Strafe absitzen und wird wegen guter Führung entlassen. Er lebt zurzeit mit Su Yen und seinen Kindern in Las Vegas. Ich wusste das nicht. Ich wusste das nicht, bis er frei war. Ob mich das ärgert? Ja. Ron hat es verdient, bis zum Ende seines Lebens im Gefängnis zu sitzen. Er tötete seine Frau mit gefühlloser Missachtung. Er hatte ein anderes Leben in Aussicht. Deshalb nahm er der Mutter seiner Kinder einige Jahre und tötete sie, weil er Besseres zu tun hat. Die Polizei ist erstaunt über das Durcheinander in einem einzigen Fall. Brandstiftung, Mord, Betrug, Selbstmord und mehr. Eine seltsame Spur an Hinweisen verwirrt selbst erfahrene Ermittler. Kann die forensische Wissenschaft dieses Rätsel lösen? Newman Lake, Washington, außerhalb von Spokane. Bob Wood zieht nach seiner Scheidung hierher, denn in dem kleinen Ort gibt es wenig Kriminalität. An Bob gefiel mir, dass er sehr auf seine Kinder achtete. Er war ein alleinerziehender Vater und ich zu der Zeit alleinerziehende Mutter. Deshalb hatten wir vieles gemeinsam. Bob besitzt das Sorgerecht für seine zwei Kinder, die 16-jährige Theresa und den 11-jährigen Christopher. Für die Woods beginnt der 9. Februar 1999 wie jeder andere Tag. Theresa geht um 8 Uhr zur Schule, Bob Wood fährt nur kurze Zeit später zur Arbeit. Christopher verlässt als letzter das Haus. Gegen 8.30 Uhr bemerken Nachbarn, dass Rauch aus den Fenstern kommt und alarmieren die Feuerwehr. Der Rektor der Schule kam direkt zum Haus und erzählte uns, dass Christopher nicht erschienen sei und womöglich in dem Brand ist. Unter großer Anstrengung versucht die Feuerwehr, ihn zu finden. Manchmal verstecken sich Kinder in Gebäuden, nachdem sie ein Feuer gelegt haben. Wir wussten nicht, ob er es getan hatte oder ob er sich irgendwo im Haus versteckte und vom Rauch überwältigt worden war. Ich vermutete, dass Christopher das Feuer versehentlich gelegt hat. Wochen zuvor hatte Bob mich angerufen und berichtet, dass Christopher ihm Probleme mit Streichhölzern machte. Er würde versuchen, Feuer zu legen. Doch die Feuerwehr kann den Jungen nicht finden. Bob Wood erfährt auf dem Weg zur Arbeit von dem Feuer. Als er zurückkommt, ist bereits die Mitte des Hauses komplett zerstört. Er macht sich große Sorgen um Christopher, der sich vermutlich aus Angst irgendwo versteckt.
Er muss sich keine Sorgen machen um das Haus und das Geschehene. Er soll nur nach Hause kommen. Es war mitten im Winter und jeder hatte Angst, dass Christopher sich im Wald versteckt und vor Erschöpfung stirbt. Es wurde kalt in Spokane. Nachbarn und Polizei organisieren eine große Suchaktion. 8 Kilometer außerhalb der Stadt findet ein Autofahrer den Rucksack von Christopher. Der Junge selbst bleibt verschwunden. Währenddessen versuchen die Ermittler herauszufinden, ob das Feuer durch Brandstiftung entfacht worden ist. Ein Spürhund soll Brandbeschleuniger ausmachen. Er findet jedoch nichts. Dafür entdecken die Ermittler im Wohnzimmer die Stelle, an der das Feuer ausgebrochen ist. Vom Sofa breitete sich ein V-förmiges Muster an der Wand aus. Eine deutliche Linie oder Markierung entlang der Wand endete genau am Sofa. Feuer breiten sich keineswegs willkürlich aus, sondern folgen ganz bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Das erleichtert später die Erklärung von Brandverläufen. Ein Brand entwickelt sich, indem Heißgase aufströmen. Das tun die nicht wie ein Schlot, sondern sie weiten sich trichterförmig aus. Man spricht von einem Heißgasplüm. Und der hat einen, wenn er in der Nähe einer Wand ist, eine Art Abdruck an dieser Wand. Und man kann dann diese Form dort erkennen und kann deutlich erkennen, dass dort eine Brandquelle, die Brandursache möglicherweise lag. Wenn ein Feuer auf einem Sofa ausbricht, ist die Wahrscheinlichkeit einer Brandstiftung sehr hoch. 2 Tage lang suchen Polizei und Freiwillige nach Christopher. Dann findet der Fahrer eines Räumfahrzeugs seine Leiche am Straßenrand, etwa 80 Kilometer außerhalb der Stadt. Ich erinnere mich. Mir brach das Herz. Brokenhearted? Christopher hat Strangulationsmerkmale am Hals. Ein Hinweis darauf, dass er erwürgt worden ist. Es schien, als sei Christopher nicht dort ermordet worden. Der Schnee war nur wenig aufgewühlt. Gerade so viel, als hätte jemand gestoppt und die Leiche an den Straßenrand geworfen. Bei der Autopsie finden die Rechtsmediziner keinen Hinweis darauf, dass Christopher das Feuer gelegt hat. Die Untersuchung von Christophers Händen zeigt, dass er keinen Ruß oder andere Feuerrückstände an seinen Händen hat. Auch in seinen Lungen war kein Ruß und im Blut kein Kohlendioxid. Doch die Ermittler finden einen Hinweis darauf, dass Christopher entführt worden ist. Er trägt seine Schuhe vertauscht. Christopher war 11 Jahre alt. Er neigte nicht dazu, seine Schuhe falsch anzuziehen. Doch der Anblick beim Anziehen eines leblosen Körpers, da kann es passieren, dass man rechts nach links und links nach rechts tut. Und das ist offensichtlich passiert. Die East Farms Elementary School hat eine Gedenkfeier für Christopher veranstaltet. Sie haben uns alle eingeladen. Es war toll. Und sie haben dieses Buch zusammengestellt und mir gegeben. Christophers Klassenkameraden und Lehrer haben die schönsten Erinnerungen und Erlebnisse zusammengetragen, als Ausdruck der Verbundenheit mit der Familie. Ein Gedicht bringt mich jedes Mal zum Weinen, wenn ich es lese. Die Ermittler versprechen, alles zu tun, um den Mörder von Christopher zu finden. Es gab die Vermutung, dass es einen Täter in der Nachbarschaft gibt, der Chris Wood entführt hat. Es herrschte große Angst unter den Leuten. Es gibt eine Datenbank, in der Sexualstraftäter gespeichert sind. Die haben wir durchsucht und einige Leute in der näheren Umgebung entdeckt. Die Autopsie ergibt keinen Hinweis auf sexuellen Missbrauch. Damit ist es unwahrscheinlich, dass die Tat sexuell motiviert gewesen ist. In einem Gespräch befragen die Ermittler Bob Wood und seine Tochter Theresa nach deren Aktivitäten an dem tragischen Morgen. Theresa sagt aus, sie sei um 8 Uhr zur Schule gegangen. Bob behauptet, gegen 8.20 Uhr gegangen zu sein.
Christopher habe zu der Zeit noch gefrühstückt. Der Junge geht normalerweise nie vor 8.30 Uhr zur Schule. Keiner der Nachbarn hat Christopher an diesem Morgen gesehen. Dann beginnen die Ermittler, die Aktivitäten von Bob an dem verhängnisvollen Morgen zu hinterfragen. Sie erinnern sich, dass es lang gedauert hat, bis Bob zum Brandort gekommen ist. Er benötigte fast 2 Stunden, um nach Hause zu kommen, für eine eigentlich 66-minütige Fahrt. Die Frage war, wie ist das zu erklären? Und es gibt noch etwas Merkwürdiges. Die Ermittler finden heraus, dass Bob über seine Verhältnisse lebt. Er verkauft Immobilien und verdient $100.000 im Jahr, gibt aber wesentlich mehr aus. Er baute eine riesige Garage, in der er ein Wohnmobil und seine Motorschlitten hatte und all seine kleinen Hobbys. Er liebte es, Autos zu restaurieren, auch im hinteren Teil der Garage. Dann erfahren die Ermittler, dass Bob erst vor kurzem von seiner Immobilienfirma entlassen worden ist. Bob Wood hatte für sie gearbeitet, aber Materialien im Wert von über $100.000 gestohlen. Sie rieten uns, wachsam zu sein, denn womöglich hatte er das Feuer absichtlich gelegt, um Versicherungsgelder zu kassieren. Und Bob Wood besitzt 3 Lebensversicherungen, die auf Christopher abgeschlossen sind. Wert $80.000. Bob Wood gab einem Nachbarn eine Akte, in der Finanzunterlagen, Lebensversicherungen und ein Foto von Chris waren. Keines dieser Dinge war verrußt. Was bedeutet? Sie sind vor dem Brand aus dem Haus gebracht worden. Wood ist bekannt für seine peniblen Finanzaufzeichnungen. Ein Angestellter eines Fotoladens erzählt der Polizei, wie penibel. Bob hat einen Film zum Entwickeln gegeben. Ich glaube, es war am Tag nach dem Feuer. Auf dem Film waren Bilder der Wohnräume des Hauses. Und zwar vor dem Feuer und aus demselben Winkel nach dem Feuer. Ein bemerkenswerter Zufall. Es war dumm von ihm, die Vorher-Nachher-Fotos auf einem Film aufzunehmen. Die Garage von Wood wird auf Hinweise durchsucht. Auf dem Kotflügel von Bobs Sportwagen finden die Ermittler etwas, das aussieht wie Erbrochenes. Ähnliche Flecken sind auf der Ladefläche des Trucks, den Bob am Tag des Feuers gefahren hat. Unglücklicherweise können Wissenschaftler kein DNA-Profil aus Erbrochenem erstellen. Erbrochenes ist Mageninhalt und der Mageninhalt ist sehr sauer, hat einen pH von ungefähr 1, sodass dort die DNA-Strukturen in der Regel zerstört werden. Es ist natürlich durchaus möglich, dass man dort Schleimhautepithelzellen mitunter findet. Allein diese wären dann geeignet für DNA-Untersuchungen. Ich wusste, dass die Flüssigkeiten im Magen die DNA zerstören. Naja, vermutet habe ich es. Und ein paar Telefonate bestätigten das auch. Wie auch immer, ich habe überall im Lande angerufen und versucht, jemanden zu finden, der mir etwas über den Beweiswert von Erbrochenem erzählen kann. Finden die Ermittler jemanden? Und kann das biologische Material tatsächlich etwas über den Tod von Christopher verraten? Die Ermittler haben Erbrochenes am Kotflügel des Sportwagens und auf der Ladefläche des Trucks von Bob Wood gefunden. Sie hoffen, dass es etwas über den Mord an Christopher Wood verrät. Die Proben werden ins kriminaltechnische Labor zu William Schneck geschickt, der das Erbrochene unter einem Mikroskop mit polarisierendem Licht betrachtet. Ich fand kleine Stückchen Haferkleie, Mehlteilchen und Stärkekörner. Polarisiertes Licht ist eine wunderbare Möglichkeit, pflanzliche Zellstrukturen zu identifizieren. So haben zum Beispiel Stärkekörner im polarisierten Licht ein ganz typisches Verhalten. Man sieht im polarisierten Licht gekreuzte Anordnungen im Innern der einzelnen Stärkekörner und kann dann sagen, ist es Maisstärke, ist es Reisstärke, ist es Weizenstärke und so weiter. Schneck vermutet, dass diese Partikel rohes Getreide und Weizenstärke sind. Um das zu überprüfen, testet er die Proben mit einer Jod-Jod-Kalium-Lösung.
Jodkalium ist ein altbewährtes Mittel zum Nachweis der Stärke. Bei Zusatz dieses Mittels zu einer stärkehaltigen Lösung oder zu entsprechenden stärkehaltigen Partikeln färben die sich blau bis rot-violett, je nach Intensität, sodass man schon mit bloßem Auge erkennen kann, dass diese Substanzen stärkehaltig sind. Der Test ist positiv. Schneck weiß, dass Haferkleier, Getreide und Weizenstärke für gewöhnlich in Frühstückszerealien vorkommen. Cerealien sind im weitesten Sinne Getreideprodukte, die durchaus verarbeitet worden sein können, verpresst worden sind, zum Beispiel über Haferflocken. Sie kommen aber auch in Müsli vor, sie kommen in Cornflakes vor, in Crisp und so weiter. Also verarbeitete Getreideprodukte in der pflanzlichen Ernährung. William Schneck entdeckt auf Christophers Shirt die gleichen biologischen Rückstände. In der Küche der Woods findet der Wissenschaftler Marshmallow Mateys. Theresa hatte ausgesagt, dass Christopher sie am Morgen seines Todes gegessen hat. Nachdem ich das Erbrochene vom Shirt, dem Truck und dem Auto untersucht hatte, schlussfolgerte ich, dass alles von derselben Quelle stammte, höchstwahrscheinlich von den Marshmallow Mateys. Die Ermittler haben indessen eine Theorie entwickelt, wie Christophers Leiche transportiert worden sein könnte. Christopher wurde morgens getötet. Bob Woods' Truck hat eine offene Ladefläche, also musste er den Körper irgendwie verstecken. Wir begannen nach den Mülltonnen zu suchen und stellten fest, dass nur eine da war. Nachbarn erzählten, dass er normalerweise zwei an den Randstein stellt. Wo ist also die zweite Mülltonne? Wir haben mit Bobs Tochter gesprochen und sie verriet uns, dass er am Tag nach dem Brand seinen Truck gewaschen hat, inklusive Abspritzen der Ladefläche. In der Nähe der Waschanlage finden die Ermittler eine Rubbermaid-Mülltonne. Doch ist es tatsächlich die zweite von Bob? William Schneck findet an beiden Tonnen Rückstände, die wie Farbspritze aussehen. Ich untersuchte die Farbe von der Rubbermaid-Mülltonne und fand Titandioxid als einen anorganischen Hauptbestandteil. Der Vergleich mit dem Farbüberzug der Mülltonne aus Bob Woods Haus ergab, dass die Farbpartikel und deren Zusammensetzung gleich waren. Mit einem Raster-Elektronenmikroskop versucht Schneck herauszufinden, was in der Mülltonne gewesen ist. Er findet Erbrochenes, das von Christopher stammen könnte, und einige glänzende metallische Partikel. Die Partikel gleichen den Applikationen auf Christophers Rucksack. Nach der Untersuchung von Chris Woods Kleidung sowie den Inhalten und Resten aus der Mülltonne und dem Rucksack kam ich zu dem Schluss, dass Chris Wood tatsächlich in der Mülltonne gewesen ist. Trotz dieser Information benötigen die Ermittler mehr Beweise, um Bob Wood mit dem Mord an seinem Sohn in Verbindung zu bringen. Die Überprüfung seines Mobiltelefons ergibt, dass sich Wood ganz in der Nähe des Leichenfundorts aufgehalten hat, als er über den Brand informiert worden ist. Mit anderen Worten, es brachte ihn zu der Zeit an den Ort, an dem Chris über Bord geworfen worden war. Jetzt müssen die Ermittler noch klären, ob das Feuer, das die Nachbarn um 8.30 Uhr gesehen haben, von Bob schon um 8.20 Uhr gelegt worden ist, also kurz bevor er das Haus verlassen hat. Das ATF kauft drei Sofas, die mit dem aus dem Haus der Woods identisch sind. Wir wollten herausfinden, wie sich das Sofa verhält, wenn es Feuer fängt. Wie schnell ist es komplett entzündet? Wann erreicht es eine maximale Hitzeabgabe? Und wie viel Energie produziert es? Anhand der Größe des Wohnzimmers der Woods errechnen die Experten, dass das Feuer 2200 Kilowatt Energie produzieren müsste, um den ganzen Raum innerhalb von 10 Minuten zu entflammen. Tests beweisen, dass das Sofa in dieser Zeit mehr als genug Energie produziert. Mr. Wood sagte, dass er um 8.20 Uhr gefahren ist. Das heißt, Mr. Wood war anwesend, als das Feuer ausbrach. Bob Wood wird verhaftet und des Mordes und der Brandstiftung angeklagt.
Es verblüfft mich immer, wenn Wahrheit seltsamer ist als Fiktion. Das ist der schlimmste Fall von Brandstiftung wegen Habgier, den ich je in meiner Laufbahn erlebt habe. Während seiner Inhaftierung beteuert Bob seine Unschuld. Ich würde nie etwas tun, womit ich meinen Sohn verletzen könnte. Er war besonders, ein guter Junge. Er hätte es verdient zu leben. Das hätte er wirklich. Doch seine Ex-Freundin sagt, Wood hat Christopher nicht immer nett behandelt. Er war sehr streng mit Christopher. Wenn er etwas falsch machte, wurde er sofort bestraft. Bob schlug ihn sogar. Theresa jedoch war sein kleines Mädchen. Für mich gab es da einen großen Unterschied in der Art, wie er die beiden behandelte. Woods exzessiver Lebensstil hat ihn in die Verschuldung getrieben und die Entlassung aus der Firma zusätzlich alles verschlimmert. Die Staatsanwälte vermuten, dass Bob seinen Sohn wegen der Lebensversicherungssumme von $80,000 getötet hat. An dem kalten Februarmorgen wartet Bob, bis Theresa zur Schule gegangen ist, und tötet dann seinen Sohn. Dabei übergibt sich Christopher und hinterlässt biologische Beweise, die seinen Vater später in den Mord verwickeln. In Aufregung und Hektik zieht Bob seinem Opfer die Schuhe an den jeweils falschen Fuß. Während Bob Christopher zu seinem Truck bringt, streift er unbeabsichtigt seinen Sportwagen und hinterlässt Erbrochenes von seinem Sohn auf dem Kotflügel. Das Opfer verstaut er in einer Mülltonne auf der Ladefläche des Trucks. Dann läuft Wood zurück ins Haus, legt das Feuer, greift den Rucksack seines Sohnes und verlässt den Tatort um 8.20 Uhr. Bob wirft die Leiche, 80 Kilometer von zu Hause entfernt, vom Auto und erhält kurz darauf über Mobiltelefon die Nachricht von dem Brand. Auf dem Rückweg entsorgt er Christophers Rucksack in einem Straßengraben. Er wäscht den Truck, kann aber nicht alle biologischen Beweise vernichten. Die Mülltonne lässt er in der Nähe der Autowaschanlage liegen. Eine kriminaltechnische Farbanalyse beweist, dass die Mülltonne aus Bobs Haus stammt und biologische Spuren belegen, dass Christopher in ihr transportiert worden ist. Ich weiß nicht, warum er ihn getötet hat. Die Versicherungssumme, die auf Christopher abgeschlossen war, hätte nicht gereicht, um ihn aus den Schwierigkeiten zu holen. Ich weiß nicht warum, es sei denn, er ist absolut böse. Bevor Bob Woods Gerichtstermin feststeht, erhängt er sich in seiner Zelle. Später kam heraus, dass Bob Wood einem Geständnis nie so nah war wie kurz vor seinem Selbstmord. Wir erhielten den Anruf einer Psychiaterin, die ihn im Gefängnis besucht hatte. Ihr hatte er erzählt, dass nur drei Personen wüssten, was Christopher passiert sei. Er, Christopher und Gott. Shelley Kellogg hat nur Tage vor dem Mord und der Brandstiftung einen Heiratsantrag von Bob Wood abgelehnt. Einige Ermittler vermuten, Shelley sollte eigentlich sein Opfer werden. Doch die Trennung verhinderte die Tat. Die Polizisten glaubten, dass ich auch getötet worden wäre, hätte ich ihn geheiratet. Ich weiß nicht, ob das stimmt, alles Spekulation. Doch sie vermuteten, es wäre noch schlimmer gekommen. Dokumente aus meinem Haus waren verschwunden, persönliche Dokumente, Sozialversicherungsinformationen. Meine Sozialversicherungskarte war verschwunden. Obwohl Woods Selbstmord einen Prozess verhindert, sind sich die Ankläger sicher, dass sie eine Verurteilung erreicht hätten. Die kriminaltechnischen Wissenschaftler waren klasse. Ich mache diesen Job seit mehr als 20 Jahren und immer wieder bringen sie etwas Neues mit zu den Fällen. Es macht eine Menge Spaß, zu helfen, einen Fall zu lösen. Natürlich bin ich nur ein kleines Teil in einem großen Puzzle. Doch in diesem speziellen Fall war eine Menge der Arbeit, die ich gemacht habe, sehr wichtig. Und das ist ein gutes Gefühl.
Es gab keinen Zeugen, der gesehen hat, wie Christophers Leiche aus dem Haus gebracht wurde. Es gab keinen Zeugen für das Ablegen der Leiche in den Straßengraben. Im Grunde hat Wissenschaft diesen Fall gelöst. Und ja, das ist wirklich faszinierend.